Und weiter geht's in der Kanalisation. Und ich werde, wie gesagt, die Kämpfe ab jetzt ausschneiden. Weil ihr die vermutlich gar nicht sehen wollt. So, mal überlegen. Da ist eine Fledermaus. Da geht's runter. Was zum... Wieso ging gerade das Ding nicht weg als das Zeug? Das wundert mich jetzt allerdings etwas. Und du solltest Thoma heilen. Go, Thoma, go! Oh, keiner kommt schon. Keiner kommt, ich weiß. Weil ihr könnt maximal einen rufen anscheinend zur Hilfe. Es geht nur einmal. Beziehungsweise bis die Person tot ist und dann geht's nochmal. Und kritisch, damit ist sie noch da. Aber jetzt nicht mehr. Und meine Spinne zieht auch was ab. 7. Und damit teilt sie sich um 7. Und da war die Spinne weg. Die Fledermaus. Hä? Ist das jetzt ein Fehler oder? Was zum? Na gut, dann eben nicht. Kann mir das jetzt mal jemand erklären? Wieso das da gerade nicht wegging? Achso. So, und da bin ich wieder. Ich habe den Kampf jetzt einfach mal offscreen bestritten, wie schon gesagt. So, und ich wollte hier mal was gucken. So, und jetzt hauen wir einfach mal vor dem Ding ab. Gut, hier ist es noch. Der Wasserfall. So, ich habe jetzt mittlerweile kein Plastikschimmer mehr, wie viele Minuten ich schon aufgenommen habe. Ich meine, das Fass muss doch für irgendwas da sein. Es wird hier doch nicht nur so rumstehen. So komme ich aber hier nicht mehr rein, das wundert mich. Boah. Nee, da will ich dann doch nicht. Ich meine, ich bin doch letztens hier auch reingekommen. Naja. Egal. Und wieso sind hier so viele Spinnen? Krabben. So, da ist der Schalter. Der hat hier das alles freigemacht. Ah, immer super. Und das habe ich die ganze Zeit übersehen, oder was? Matthew, du bist heute wieder toll. Oh, das ist ein neuer Gegner, den zeige ich dann doch mal. Weil neue Gegner zeigen macht Spaß. So, du heilst ihn. Du kreist an. Und du probierst mal wie eine Kiftdisk. Einfach mal zu gucken, ob wir das Ding fangen können. Ist ja nämlich toll in meiner Sammlung. In meiner Sammlung können wir nie genug Monster haben. Und. Natürlich nicht. Was auch anders nicht zu erwarten. Welche Ding hat das eigentlich? Hm. Schätze das noch mehr als die kleinen Varianten.
Und die haben mich schon genervt. Aber hier treffen wir uns auch die Spinnen, was toll ist. Damit mache ich immerhin einen Schadenspunkt mehr. Und das war meine Spinne. Und dabei ist sie schon auf Level 9 aufgestiegen. Noch zwei, wow. Gut, der Gegner ist endlich erledigt. Wie schön. Und hier sind ganz viele Gegner. Los, hoch da. So, man hätte auch unten lang gehen können. Hier ist eine Leiter. Da geht's lang. Schauen wir doch mal, was hier noch ist. Ein Gegner. Da ist eine Treppe. Hm. Sind Zweifel, müssen wir doch unten lang. Ja, wir müssen unten lang, weil da geht es eindeutig nicht weiter. Hui. So. Nur mal schnell den Weg ein bisschen abzukürzen. Und die zwei Kämpfe, die mich da erwarten, die werde ich dann natürlich nicht aufnehmen. So, wir haben jetzt die zwei Kämpfe gemacht und ich denke, wir haben jetzt circa 2 Minuten Zeit. Sieht nach einem Bosskampf aus. Schlange, Toter. Neues Partymitglied. Komm, neues Partymitglied. Schlange, Bossgegner. Moloch! Moloch! Natürlich werden wir sofort alles dran setzen, diesen Boss ohne Probleme zu besiegeln. 19. Snowstone. Warum sieht das nicht allzu viel ab? Ja, es geht. Es wird auf jeden Fall ein heilintensiver Kampf. Gut, nur mal angreifen. Aber wie gesagt, nach dieser Runde muss ich dann doch mal ganz kurz das Video wieder stoppen. Weil wir dann mit Video 4 anfangen. Und der kann Hilfe rufen, na super. Ist denn nicht noch alles? So, also kurz, bis gleich.